Herzlich willkommen zu meinem siebten Video aus meiner Reihe zu Shotcut. Da geht es jetzt um Überblendungen zwischen einzelnen Videoteilen. Wenn du eine grundlegende Einführung in Shotcut möchtest, dann empfehle ich dir, das erste Video aus meiner Videoreihe anzuschauen. Ja, jetzt sind wir beim siebten Video. Nehmen wir als Projektname wieder genauso wie die Anzahl der Videos 07 in dem Fall. Wir haben das siebte Video, klick auf Los. Und wie immer hole ich mir die Materialien, die ich vorbereitet habe. Du kannst sie, wie gesagt, über die Kommentare herunterladen. Da ist der Link darauf. Da kannst du sie kostenlos. Ja, es geht gleich laut los, so wie immer. Blende Shotcut, spielt die Musik ab oder was auch immer. Ich bereite wieder die Audiospur vor. Ich bereite wieder in dem Fall eine Videospur vor. Warum ich das so mache, dass ich nur eine Videospur mache, wirst du gleich sehen. Die Musik schiebe ich an den Anfang, stelle sie wieder stumm, damit sie mich jetzt bei meiner Arbeit nicht stört. Ich hole mir jetzt einmal eine Grafik herein, schiebe es an den Anfang und hole mir jetzt dann eine Videodatei herein. Man sieht schon, sie ist etwas länger. Man sieht auch hier 3 Minuten, nicht wenig. Zoome ein bisschen rein. Und schneide jetzt beliebig dann hier etwas weg davon. So viel werden wir nicht benötigen. Gehe her, schneide hier hinein, lösche das, nehme dann die nächste Videodatei, die ist sehr kurz, nehme dann die nächste Grafik und dann noch einmal eine Videodatei. Jetzt schneide ich diese eine Videodatei noch einmal in 2 Teile. Hier habe ich das. Nehme diesen Teil dann und schiebe ihn dann vielleicht auch nach hinten. Teile das hier ebenfalls noch einmal in einen Teil. Sieht, ich werde mehrere Teile benötigen für meine Überblendungen. Ja, worum geht es jetzt bei diesen Überblendungen? Bei den Überblendungen geht es darum, dass ich, wenn ich das hier nehme, und die schaue, dass sie wirklich nebeneinander liegen. Das heißt, wenn ich das jetzt hier so mache und den Abstand dazwischen entferne, ich gehe also hinein, dann kann ich das hier nämlich nehmen und schiebe es über die andere Datei drüber. Und du siehst, es verändert sich ja etwas, das nennt man den Übergang. Wenn ich jetzt hierher gehe, ich stelle jetzt diese Spur auch auf Stumm, wenn ich das hier abspiele, sieht man noch jemanden tanzen, kämpfen, was auch immer, dann kommt leicht der Übergang zur nächsten. Und das nennt man hier dann dementsprechend dann den Übergang. Und diesen Übergang kann man aber nur erzeugen, kann man nicht erzeugen, wenn ich hier einfach nehme und dann drauf schiebe, dann wird es wieder zurückgeschleudert gewissermaßen. Ich muss immer schauen, dass die benachbarten Dateien, bei denen ich einen Übergang schaffen möchte, wirklich nebeneinander liegen. Wenn ich sie jetzt nebeneinander liegen habe, kann ich dementsprechend dann diesen Übergang erzeugen. Ich mache jetzt hier rückgängig, weil ja 2 gleiche sind aus der ursprünglichen, ich mache ein bisschen verschiedene. Mache das jetzt so, dass ich hier jetzt Übergänge gestalte. Gehe auf hier entfernen, immer in die Mitte, kann den Abstand dann entfernen, geht daher, entfernen, geht daher, entfernen. Habe jetzt hier keinen Abstand mehr und kann jetzt hier mehrere dieser Übergänge dann machen. Geht jetzt hierher, schiebe ich wieder hier etwas hinein. Schauen wir, ob das hier groß genug ist. Wahrscheinlich nicht. Gehe hierher. Hier, ich muss wieder den Abstand entfernen, genau. Gehe hierher. Auf einen Übergang, schiebt das hier rüber, geht nicht, muss den Abstand wieder entfernen und schiebt ihn hier dann hinüber. Ich habe jetzt hier dementsprechend 4 Übergänge. Da entferne ich ebenfalls den Abstand. Habe jetzt hier 4 Übergänge. Und weil ich vielleicht noch einen Übergang zeigen möchte, teile ich den letzten noch einmal in 2 Teile und zeige dir jetzt, wie man diese Übergänge verändern kann, wie man sie einstellen kann. Ich wähle hier diesen einen Übergang aus. Ich zoome jetzt ein bisschen mehr hinein, dass man vielleicht ein bisschen mehr sieht. Wähle diesen einen Übergang aus und kann dann über Eigenschaften, wie hier, wie ich das hier ausgewählt habe, den entsprechenden Art des Übergangs dann einstellen. Ihr könnt beim ersten Übergang über Blendung Balken horizontal einstellen. Balken horizontal. Am zweiten stelle ich jetzt hier ein Balken vertikal, gehe wieder hier herauf. Balken vertikal, wichtig ist immer, dass ich mir die Eigenschaften einblende.
Okay, jetzt zu dieser Überblendung hier stellen wir ein Scheunentor vertikal. Scheunentor vertikal. Gehe jetzt hierher und stellen wir hier jetzt ein Diagonale oben rechts. Diagonale oben rechts. Und wenn ich noch weitere ausprobieren möchte, da habe ich etwas, schiebe ich es drüber. Wähle mir hier jetzt in dem Fall aus Matrixschlange parallel horizontal. Matrixschlange parallel horizontal. Und weil ich dann noch einmal eine Überblendung Box von unten haben möchte, blende ich mir jetzt noch einmal die Wiedergabeliste ein, hole mir hier dieses Bild, schau dafür, dass es wieder aneinander angrenzt und schiebe das jetzt so drüber und stelle mir dafür dann, stelle mir wieder die Eigenschaften ein, stelle mir dann in dem Fall hier ein, wie ich gerade gesagt habe, Box unten rechts. Da ist Box unten rechts. Wenn wir das jetzt hier anschauen, dann startet es. Gehen wir vielleicht wieder ganz ans Anfang vom Video, plus 1. So, dann startet das Ganze. Da habe ich noch keinen Übergang, dann fange ich einfach dann das Video an. Vielleicht gehe ich ein bisschen schneller nach vorne, dass ich das gleich sehen kann. Da ist dann diese Überblendung, Balken horizontal. Dann kommt Balken vertikal. Dann kommt Scheunentor vertikal und so weiter und so fort. Und so gibt es eben dann verschiedene Übergänge. Hier stelle ich jetzt wieder, so wie ich es immer gewohnt bin, stelle ich hier jetzt wieder einen Filter ein, nämlich den Text für unser Video. Ich schaue immer, dass man Video so weit bringen, dass wir es dann auch exportieren könnten. Verschiedene Überblendungen. Gehe hin, dann sieht man das Ganze auch dann. Ein spannendes Foto, das ich da importiert habe. Gehe hierher. Und beim Abspann, ich schaue mal, was wird größer. Beim Abspann füge ich dann den Text ein, wie du es kennst. Ich wähle es jetzt natürlich aus. Füge ich dann ein, Text einfach, schwer zu erraten, wenn du die bisherigen Videos schon gesehen hast, das überschreibe ich hier mit, danke für deine Aufmerksamkeit. Ja, das Video hätten wir dann soweit fertig, bis auf die Tonspur dort unten, dann machen wir wieder einen Cut. Das, was überzählig ist, gehen wir weg, stellen hier den Ton wieder her und spielen das Ganze, das rückgängig, und spielen das Ganze dann ab. Und wir haben ein nettes Video, das wir hier über Exportieren, Standard YouTube und dann Datei exportieren können. Ja, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich schon auf das nächste Video, wenn du zusiehst. Nämlich das 8. Video zu Shotcut, Teile von Clips transparent machen mit Chroma Key. Also Videoclips werden durchsichtig.